Ein Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse. Keine Jokes über mein Sträfling-Outfit, aber wir schauen uns jetzt gemeinsam mal Männerlords an. Maurice hat ein Video dazu gemacht. Der ist ja der alte Männerlords-Profi. Und ich glaube, das wird nämlich auch ein Spiel. Ich hatte das Glück, ich konnte es schon spielen, was auch mich aus dem Diablo rauszieht und was auch vielleicht euch rausziehen wird. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Am 26.04. geht es dann offiziell los. Aber schauen wir mal rein, was denn so die Highlights des Spiels sind. Es ist ja ein Strategiespiel. Es hat sehr viel Tiefe, spielt im Mittelalter. Es hat eine wunderschöne Grafik. Die Immersion ist perfekt. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Von allen Spielen des Jahres freue ich mich auf Manor Lords mit Abstand am meisten. Also habe ich hier dem Entwickler einen Berg an neuem Gameplay abgeluchst, um uns allen die Wartezeit zu verkürzen. Vor allem mit neuen Einblicken zu den Sachen, die wir. Man kann in dem Spiel kämpfen? Was? Ich habe so 4 Stunden gespielt, ich habe 2 Ochsen, kein Pferd und 7 Häuser und 45 Leute. Nee, 12 Häuser, weil jede Familie braucht ja ein Haus. Wir damals in der Demo noch nicht spielen konnten. Holy Den shit. Schlachten und wie das Spiel aussieht, wenn wir mehrere Regionen und Dörfer beherrschen. Das Video von Maurice findet ihr natürlich unterhalb verlinkt, falls ihr meine wertvollen Kommentare überspringen möchtet und das Ganze in der etwas gebuggteren Version. Aber ich bin selbst auch ein bisschen gespannt. Ich möchte auch an dieser Stelle noch ganz kurz erwähnen, dass bei meiner allerersten Runde alle Dorfbewohner den ersten Winter überlebt haben und das, obwohl wir kaum Feuerholz hatten. Und auch wenig Nahrung eingelagert, weil da unten rechts, das sieht man jetzt hier nicht, gibt es Jahreszeiten und der Winter ist hart. Wisst ihr? Aber starten wir vielleicht mal am Anfang. Die Demo ist ja auch schon wieder 1,5 Jahre her. Bei Freunden des gepflegten Mittelalteraufbaus schlug sie damals ein wie eine britische Pfeilsalve in die Rüstung eines französischen Ritters. Was für ein Vergleich. Was für ein Vergleich. Holy shit, ey. Schreib den auf, der ist gut. Schreib den auf, der ist gut. Obwohl wir auf den ersten Blick ja auch nur mal wieder eine Siedlung aus dem Nichts bauen, wie wir es schon häufiger getan haben. Wir schaffen Unterkünfte für unsere Da ist der Ochse. Ja? Und wenn ihr 2 davon habt, ne? Dann seid ihr reich. Handvoll Bürger, sorgen für Grundbedürfnisse wie Nahrung und Feuerholz und arbeiten uns zu einer florierenden Siedlung hoch. Aber Männer. Man muss jetzt dazu sagen, das ist nicht die Originalgeschwindigkeit. Also Maurice hat gesagt, man kann es bis auf die 12-fache Geschwindigkeit stellen, weil wenn gerade Holz oder so gebraucht wird, aber am Anfang empfiehlt es sich auf jeden Fall, das Ganze in einem etwas gemütlicheren, ja, gemütlicheren Szenario mit dem Aufbau zu spielen. Das Ganze hier wirkt auch sehr strukturiert. Also mein erstes Dorf, Österreich 2.0, sah deutlich anders aus. Lords ist was Besonderes und das merkt man sehr schnell. An dem herrlich freien Bausystem zum Beispiel, in dem wir Wohnhäuser. Da muss ich echt sagen, ich war überrascht und schockiert, also beides in einem. Wie kann es sein, dass es sowas nicht früher schon gab? Das Ganze mit den dynamischen Wegen, dass man das hier alles, dass das so ineinander greift. Warum gab es denn das bei keinem anderen Spiel? Das ist ja jetzt nicht die Oberhexerei. Frei malen und sie. Ich hoffe auch, dass der Maurice runtergeht, weil ich finde, das Oberfeature, was immer wieder vergessen wird, das hat zwar gar keinen Spieleinfluss, ist es, dass du als Person wirklich in 3D durch dein eigenes Dorf laufen kannst. Und das ist der Shit. Perfekt an Straßen und andere Gebäude schmiegen. Das ist geradezu bizarr befriedigend. Oder man lässt einfach irgendwelche sinnlosen Flächen frei. Komm, lass noch mal anschauen. Das stimmt halt Ah, leider echt. yes. Und spielerisch relevant ist es auch. Dabei legen wir nämlich fest, wie groß der Hinterhof des Gebäudes sein soll, und den können wir mit verschiedenen Erweiterungen aufrüsten. Ja, aber nur, wenn du die Kohle dafür hast, weil ansonsten, ich habe bei einem Haus einen Hühnerstall dahinter und war dann pleite, weil das mit dem Marktplatz bei mir nicht so gut funktioniert hat beim ersten Mal. Und ein Gemüsegarten wirft halt mehr ab, je mehr Platz wir dafür eingeräumt haben. Was? Da ziehe ich den Maurice 3 Jahre lang durch Diablo und er sagt mir nicht mal, dass ein größerer Hinterhof für mehr Erträge sorgt. Ich hatte hier so ein ganz kleines Eck, da waren 2 Hühner drin und die haben so ein Ei produziert pro Monat. Ah, okay.
Gut zu wissen, auf notiert Stufe das. Auf 2 eröffnen sich hier dann aber auch weniger primitive Optionen und wir können Handwerkerquartiere einrichten. Zum Beispiel Bogner oder Schuhmacher. Und wir bewegen uns weg vom... Da war ich noch nie. Bauerndorf hin zu einer echten Stadt. Dann werden die Bewohner des Hauses aber auch zu Handwerkern und die feinen Herrschaften weigern sich plötzlich, niedere Arbeit zu machen, was wichtig werden kann, weil Arbeitermanagement ein wichtiger Teil von Manorlords ist. Später kann sich so ein sehr organisches Stadtbild entwickeln. What the Auf fuck? Dem Land kultivieren die Bewohner riesige Obstgärten. Am Stadtrand lassen wir auch mehr Platz für ausgedehnte Höfe. Wie lang brauchst du denn für diese Stadt? Ich hatte ungelogen in 4 Stunden Spielzeit mit Chat-Hilfe, der Andi war auch noch da. Also ohne Witz, ich hatte nicht mal einen zweiten Ochsen und ein paar Häuser. Während das im Stadtzentrum... Also das ist etwas, da müsst ihr wirklich gut Zeit einplanen. Die Handwerker arbeiten, die nicht so viel Platz brauchen. Rund um zentrale Gebäude wie Kirche und Marktplatz. Und das alles ist bei Manorlords nicht nur spielerisch extrem detailverliebt, sondern auch optisch. Jetzt kommt's. Selbst wenn wir ganz nah ranzoomen und den Leuten bei ihrem Alltag zuschauen, macht das Spiel immer noch eine fantastische Figur. Bei mir auf Twitch ist einer der beliebtesten... Da, eben, genau das meinte ich. Du bist dann so der Herr in Rot und kannst mit einem Klick live durch dein Dorf gehen. Das ist unglaublich, unglaublich... befriedigend. Ja, du siehst auch die Fehler, du siehst auch, wenn der Ochse nicht angebunden wird oder du kannst auch während der Ochse das Holz zieht, einfach mitlaufen, damit du weißt, warum es so lang dauert. Clips bis heute, dass ich einfach nur als Lord durchs Dorf schreite. Krass. Das ist nicht mal witzig oder so. Warum ist das ein Clip? Es ist halt einfach nur schön. Aber um die schönstmögliche Stadt zu kriegen, müssen wir Gebäude aufwerten und dafür ganz klassisch Bedürfnisse befriedigen. Hier sehen wir im Markt, dass das Volk mit dem Nahrungsangebot ganz zufrieden ist und weitgehend sogar luxuriös seine Hütten beheizen kann, aber aus irgendeinem Grund trotzdem gerne... Ah, ich kann da mit der Maus drüber fahren und dann kriege ich weitere Informationen und das Feld könnte ich auch weiterziehen. Dann auch noch gescheite... Das ist für mich schon ein Lernvideo. ...hätte... Das ist ein anspruchsvoller Pöbel. Aber mit Wasser, Kirchenzugang und ausreichender Versorgung an Feuerholz, Speis und Gewand geht's dann weiter auf Stufe 2 und später auch noch auf Stufe 3. Aber dann wollen sie natürlich auch mehr. Jetzt wäre dann zum Beispiel noch eine Taverne und noch mehr Nahrungsvielfalt genehm. Wir Aufbauspieler kennen das Spielchen ja. Ja, die wollen dann immer mehr und mehr. Und der Handel, damit du dich ans Handelsnetz anschließt, kostet dann auch nochmal 60 Münzen. Wer soll denn 60 Münzen in dem Spiel haben? Wann haben wir dann einen ganzen Haufen an Baumaterialien, Handwerksressourcen, Verbrauchsgütern und auch Waffen zu verwalten? Je weiter unsere Stadt wächst, desto mehr Entwicklungspunkte schalten wir frei, um sie zu spezialisieren. Bei Entwicklungen können wir in verschiedene Richtungen gehen, etwa nach rechts in den Handelsbaum oder nach links für mehr Ressourcen durch die Jagd. Und wir erlassen Richtlinien, dass zum Beispiel den wilden Tieren mehr Jagdgründe gelassen werden und sie sich schneller vermehren können, aber auf Kosten des Felderertrags. Und halt nur für diese Region. Also beanspruchen wir schrittweise mehr Gebiete, die wir dann mit anderen Spezialisierungen versehen können. Idealerweise basierend auf deren jeweiligen Ressourcen und Gegebenheiten. Ja, aber dann bist du aber schon 3 Monate drin in dem Spiel. Das musst du halt auch mal dazu sagen, wenn du da noch Nebengebiete mit erobern willst, dann wird's halt richtig heftig. Ergänzen können wir unsere Produktion dann mit Handel oder natürlich verschachern, was wir im Überfluss haben. Besonders wichtig ist gerade zu Beginn der Viehhandel, denn Nutztiere für Transport und Nahrungsproduktion... Da kriege ich ein Schaf. Ich habe so eine Schaffarm gebaut, aber ich habe kein Schaf. Also bist einfach schaflos. Ja, und dann schaue ich dazu und die Monate ziehen ins Land und es kommen keine Schafe. Importieren macht uns das Leben deutlich leichter. Und wir tauschen bei Bedarf zwischen unseren Regionen, um alle gut versorgt zu halten. So kontrollieren wir irgendwann ein ganzes Netz aus Dörfern und Städten. Aber unser Reichtum lockt natürlich auch Neider an und will... Ich werde alle... 2 Monate vom Banditen überfallen, die entweder Bären oder Holz klauen. Und ich kann die nicht abwehren. ...verteidigt werden, wenn zum Beispiel Banditen einfallen. Und das ist noch ein Grund für den riesigen Hype auf Manorlords. Neben dem Aufbautiefgang legt es auch mehr Augenmerk aufs Militär als viele andere Aufbauspiele.
Es hat sogar ein klein wenig was von Total War, wie wir unsere Truppen gegen den anstürmenden Feind in Formation ziehen. Wenn wir auch hier sehen, dass wir mit einem kleinen Bauerndorf noch keine riesigen Massenschlachten erwarten dürfen. Entwickler Slavic Magic hat auf Twitter selbst betont, dass er hier keinen Total War Killer bauen will und der Großteil des Spiels sich um Städtebau dreht. Und das ist ja auch gut so. Aber ein paar eindrucksvolle Schlachten verspricht der Release-Trailer dann doch. Wie gesagt, es wird kein Total War und es will auch keins sein. Aber man merkt schon, Manor Lords will den Kampfaspekt auch nicht so vernachlässigen wie im Genre manchmal üblich. Hier steckt schon Ehrgeiz dahinter. Auch was die taktischen Features angeht. Truppen haben verschiedene Haltungen und können etwa zurückweichen, um den Feind in einen Flankenangriff zu locken. Und der Einfluss von Total War ist dabei dann doch spürbar. Auch hier haben Soldaten zum Beispiel Moral und Ausdauer, die ihre Effektivität bestimmen. Da hinten brennt. Die hier zum Beispiel sind so im Eimer, dass sie im Kampf kaum noch was taugen. Aber gut, brennt ja auch das ganze Dorf, also können sie vorher schon keinen so guten Job gemacht haben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass dieses Gameplay von den Entwicklern kommt und ich mit dem komplett Versagen, dass diese Banditen hier über den Marktplatz marodieren. Wir wissen ganz genau, dass es Maurice selbst war und er die Truppen falsch positioniert hat. Der soll uns nichts erzählen. Absolut nichts zu tun habe. Aber ist doch immerhin ein schönes Symbolbild, wie Aufbau und Militär in dem Spiel verzahnt sind. Denn wir können über unterschiedliche Weisen an Truppen kommen. Es gibt Söldner anzuheuern. Als Lord haben wir ein wohltrainiertes Gefolge. Okay. Aber Truppen wie diese Bogenmilizen sind einfach Bürgeraufgebote, also zu den Waffen gerufene Dorfbewohner. Und was die drauf haben, speist sich aus verschiedenen Faktoren des Aufbauparts. Ihre Ausrüstung hängt davon ab, was sie halt tatsächlich zu Hause haben. Und das wiederum hängt vom Wohlstand der Familie ab und davon, wie gut wir sie versorgen. Aha. Und das sieht man dann auch tatsächlich an den Modellen, die vielfältig und unterschiedlich gut ausgestattet sind. Ihre Moral wird durch die Zufriedenheit beeinflusst und die wiederum von den Annehmlichkeiten, die wir bereitstellen. Und Taxes. Ja, es macht jetzt natürlich viel mehr Sinn. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich sehe das erste Mal, es kann hier auch grün sein und nicht nur rot. Weil wenn die nämlich dann ein halbes Jahr kein Dach über dem Kopf haben, dann jammern sie. Und dann, wenn sie hungrig sind, dann jammern sie. Dann kriegst du hier überall nur Minus. Es ist echt ein... Es sieht am Anfang einfach aus. Und das ist auch die Kurve, um reinzukommen, ganz gut. Aber wie es eben jetzt vorhin gezeigt wurde, sobald du dann zwei, dreimal klickst, dann wird es gleich und extrem. Natürlich der Steuerlast. Aber hey, wir müssen alle unseren Teil beitragen, liebes Volk. Einfach eine Kirche bauen. Kirche gibt Zufriedenheit. Ihr seht schon, Manor Lords will viel. Aufbautiefgang mit mehreren Regionen, Liebe zum Detail bis ins letzte Charakter- und Gebäudemodell und interessanterer Kampf, als ihn die meisten Aufbauspiele bieten. Deswegen gab es lange Zeit auch Skepsis, ob das Spiel das alles hinkriegen kann. Aber alles, was wir bislang gespielt haben, war dann eben echt verdammt gut. Manches gab es bislang aber auch noch gar nicht für die Öffentlichkeit. Und vor allem, ob das Kampfsystem dann wirklich so gut funktioniert, finden wir eher... Ganz ehrlich, zweitrangig. Also für das, ich glaube, man kann da so viele Stunden reinbuttern, allein einmal, um ein Dorf oder eine City aufzubauen und. Also ich bin mir da sicher, dass das sehr viele zufriedenstellt. Wenn es mich zufriedenstellt, ja, ich... der ein Strategie-Noob ist und das immer wieder gerne spielt, weil es halt einfach schön ist, bunt ist und es einfach Spaß macht. Erst am 6. Und eine richtige Befriedigung gibt, wenn man einen zweiten Ochsen oder vielleicht bei der nächsten Runde sogar mal ein Pferd hat. Und vielleicht auch Schafe, also eine Schafe mit Schafen. Mega. 26. April im Early Access raus. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten. Zum Abschluss aber noch zweimal gleich schamlose Eigenwerbung, wenn ich euch schon da habe. Dieses Gameplay haben wir zum ersten Mal in unserer Live-Show auf der Cactus in Leipzig präsentiert. Aber die streamen wir auch. Und wir haben noch das ganze Wochenende Programm auf dem GameStar Twitch-Kanal. Link zu... Das ist schon vorbei, aber lasst den trotzdem Follow da. Video ist unterhalb. Programm und... Schauen wir mal, was die zweite Werbung ist. ...Kanal ist in der Beschreibung. Genau wie ein Link zum Deutschen Computerspielpreis. Ah, Maurice ist nominiert. Wo ihr für mich abstimmen könnt. Da bin ich nämlich nominiert. Das ist, glaube ich, am Donnerstag. Spieler des Jahres. Was sich immer noch sehr bizarr anfühlt. Ihr habt nur leider überhaupt nichts davon, für mich abzustimmen. Deswegen habe ich auch nicht wirklich einen Grund für euch, warum ihr das machen sollt. Aber
Aber ich will euch zumindest Optionen aufzeigen, was ihr im Leben so tun könnt. Ne? Ich sag's ja nur. Das Video ist nochmal unterhalb verlinkt und ein Danke, Maurice. Also, Manolords, wenn ihr es noch nicht auf der Liste habt, notiert es mal. Kommt jetzt dann am 26. raus. Ich werde euch einen Link, das ist jetzt eine richtige schamlose Eigenwerbung, ich werde euch direkt meinen Nexus-Link unten reinbuttern. Da könnt ihr einen Steam-Key holen. Da bleiben dann ein paar Euro beim Streamer hängen, wie auch schon bei Last Epoch. Geht ab 26.04. und wir werden es natürlich auch vermehrt streamen. Ich werde mal schauen mit Maurice, ob wir da vielleicht was gemeinsam machen für eine kleine Talkrunde. Mal schauen, wo dann effektiv die Stärken und Schwächen sind. Aber was ich gesehen habe, das Spiel kostet $40. Könnte neben Last Epoch, glaube ich, noch so ein richtig geiles Game für dieses Jahr werden. Mit super vielen Stunden. Ja, und das wurde ja auch nur ursprünglich von einer Person erstellt. Das muss man halt auch dazu sagen. Last Epoch wurde ja auch dann von einem kleinen Team gemacht und ein bisschen hochgebuttert. Also, man darf gespannt sein. Wenn ihr es noch nicht habt, schreibt es euch auf die Liste ab 26.04. Manolords. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.